liebe Kindergartenkinder aus der Froschgruppe und aus der Hasengruppe. Das ist schön, dass ihr uns hier im Internet besucht, weil ihr könnt ja jetzt leider im Moment nicht in den Kindergarten kommen, wegen dem blöden Coronavirus. Ja, alle Leute ärgern sich darüber, aber es geht nun mal nicht anders. Ihr müsst noch eine kleine Weile Geduld haben. Aber wir dachten uns, wir machen euch eine Freude, indem wir unsere Monatsfeier, die wir ja sonst immer hier in der Gruppe feiern, am Zwergentisch, dass wir euch die jetzt zeigen im Internet. Und das Lied, was wir am Anfang immer singen, das könnt ihr zu Hause mitsingen. Okay, dann geht's los. Hier ist noch der Monat April, der ist vorbei und jetzt der neue Monat heißt Mai. Der Mai ist da. Da sehen wir auf dem kleinen Bild ein Vogel, ein Schmetterling und einen blühenden Baum. In der Natur hat sich nämlich ganz viel verändert, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Die Bäume haben jetzt alle ganz, ganz, ganz viele grüne Blätter bekommen. Und wenn man jetzt durch den am Baum, seht ihr das? Das sind die Apfelbäume, die blühen jetzt. Die Kirschbäume, die haben schon ausgeblüht. Da sind schon die vielen, vielen weißen Blütenblätter umhergeflogen. Und die Kirschen haben sogar schon ganz, ganz, ganz kleine Früchte angesetzt. Ja, im Mai, gerade haben wir noch überlegt, wer alles Geburtstag hat im Mai. Aber aus unserer Gruppe hat keiner Geburtstag, aus der Froschgruppe. Aber aus der Hasengruppe hatte jemand Geburtstag. Der Henrik, ne? Oder Henrik, ja. Und Henry. Genau. Henry und Henrik. Mhm. Gut. So, dann wollen wir mal weitermachen und gucken, was bei uns im Zwergenhaus so los ist. Kinder, könnt ihr euch noch an mich erinnern? Ihr wart so lange nicht hier, aber ich denke ganz oft an euch und ich freue mich schon, wenn ihr bald wieder hier seid. Und wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Ich habe für Blaumütz und für mich einen leckeren Kuchen gebacken. Den hole ich jetzt mal aus dem Ofen raus. Da ist der Kuchen. Der sieht doch lecker aus. Schaut mal. So richtig schön braun gebacken. Jetzt koche ich uns noch Pfefferminztee. Warte mal, da muss ich aber mal eben schnuppern gehen. Nicht auf den Tisch, Blaumütz. Oh, warum denn nicht? Da bin ich doch viel näher am Kuchen dran. Nein, nein, setz dich mal wieder schön da auf deinen Zwergensitz. Oh, schade. Und ich werde uns jetzt mal ein bisschen Pfefferminztee kochen. Oh, ich habe keine Pfefferminze mehr. Aber da oben hängt auch keine zum Trocknen. Blaumütz, lauf doch bitte mal schnell zum Bach und hol frische Pfefferminze. Ja, mach ich. Bis gleich, Michel. Ich nehme den Korb mit. Und während der kleine Blaumütz noch auf dem Weg ist, passiert hier unter dem Blütenbaum etwas ganz Schönes. Da ist nämlich in der Erde, tief unten, ein Maikäfer aufgewacht.
Der war ganz viele Jahre lang eine Raupe gewesen und in diesem Jahr hat er sich in einen Maikäfer verwandelt und hat Flügel bekommen. Und jetzt ist er auf dem Weg nach oben. Mai ist's und ein Käferlein kommt zur Erd heraus, sucht auf einem Bäumelein sich ein grünes Haus. Oh, das war anstrengend. Aber ich hab's geschafft. Ich bin bis oben in den Baum geklettert, von ganz, ganz unten aus der Erde. Und das Beste ist, mir sind Flügel gewachsen unter der Erde. Aber ich bin noch nie geflogen und das will ich heute zum ersten Mal tun. Aber erstmal stärke ich mich hier ein bisschen und knabber an dem grünen Blatt. So, und jetzt kletter ich mal weiter. Von ganz oben will ich starten. So, weil ich das ja noch gar nicht richtig kann. Erstmal aufpumpen. Oh weia, wo bin ich denn hier gelandet? Mitten im Bach, auf einem Stein zum Glück. Ich kann doch gar nicht schwimmen. Oh, wie komme ich hier wieder weg? Ich muss doch immer von ganz oben starten. Oh nein, was mache ich nur? Hier riecht es schon nach Pfefferminze. Ja, das ist doch hier Pfefferminze. Da mache ich jetzt mal ein schönes Blatt ab. So. Dankeschön, lieber Pfefferminzbusch. Das Blatt wird uns einen schönen Tee bereiten. Oh, was brummt denn hier so? Ich habe doch was gehört. Ich stelle mal eben mein Körbchen ab. Nanu, was machst du denn da? Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann doch nicht schwimmen. Kannst du mir helfen? Warte mal. Wie kann ich dir denn helfen? Du schöner, dicker Maikäfer. Warte mal, hier ist ein Stock. Da, guck mal da. Halte dich doch mal da an dem Stock fest. Was? An dem dünnen Stock? Ich bin doch viel zu schwer. Ach komm, wir versuchen's. Nein, nein, und wenn ich ins Wasser falle? Siehst du, da bin ich schon abgefallen. Nein, nein, ich habe Angst. Vielleicht könnte dir der Frosch helfen, der kann schwimmen. Froschi, komm doch mal. Was ist denn hier los an meinem Bach? Guck doch mal, du musst dem Käfer helfen. Der Maikäfer, der ist auf dem Stein gelandet und kann nicht mehr weg. Mal gucken, ob ich das schaffe. Du bist aber ein wirklich dicker Käfer. Na, dann komm mal her. Nee, bist du glitschig. Oh, das stimmt. Ich glitsche immer ab von dir. Nee, lass mich mal besser los. Nein, das gefällt mir nicht. Nachher falle ich doch noch ins Wasser. Das kann natürlich passieren. Oh, was machen wir? Wisst ihr was? Ich sag Michel eben Bescheid. Michel, komm mal schnell. Ja, da bist du ja schon wieder. Michel, du musst sofort mitkommen. Da ist ein dicker Maikäfer ins Wasser gefallen. Oh, da komme ich auch schnell. Oh, zum Glück sitzt er ja auf einem Stein. Aber die nächste Welle könnte ihn wegschwemmen. Da müssen wir schnell handeln. Wie machen wir es? Mit dem Stock hast du es schon versucht? Ja, das geht nicht. Nein, der Stock ist zu dünn. Und er kann sich nicht gut daran festhalten. Womit könnten wir das denn machen? Das Körbchen. Ja.
Maikäfer, pass auf, du setzt dich gleich in das Körbchen und dann hole ich dich rüber. Ja, na gut, na gut. Wir versuchen's. So, das Körbchen an den Stock. Und dann rüber damit. So, und jetzt kletter mal rein. Ja, das finde ich ja gut. Das habt ihr prima gemacht. Jetzt aber nichts wie rauf auf den nächsten Baum und weg von dem Bach hier. So, auf die höchste Stelle. Und jetzt. Tschüss. Weg ist er. So, weißt du was? Jetzt gehen wir aber Kuchen essen und nehmen das Pfefferminzblatt mit. Ja. Was? Bei euch gibt's Kuchen? Ja, Frosche, willst du mitkommen? Na klar. Hops, hops. So, liebe Kinder, das war unsere Monatsfeier im Mai. Und mal gucken, mit etwas Glück sehen wir uns vielleicht bald wieder. Zur nächsten Monatsfeier wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr kommt, machen wir als erstes eine Monatsfeier. Ja, und dann möchte unser Team auch noch die Eltern grüßen. Die sind ja auch noch bei euch zu Hause. Und den Eltern wollen wir jetzt auch mal die Daumen drücken, dass es bald wieder was wird mit dem Kindergarten und dass bald die Kinder wiederkommen können. Halten Sie noch ein bisschen durch. Also, tschüss, bis bald.